Football Fights and Furious Moments ziehen wir uns jetzt rein aus 2019. Fußballkämpfe und wütende Momente 2019. Das wolltet ihr ja sehen. Komm, ziehen wir uns das jetzt mal rein. Boah, es geht nah. Ja, Costa fast gar nichts. Wurde einfach mit Taschenrechner aufgenommen. Ich glaube, der Costa hätte den Vasquez aufgegessen. Ramos wird safe immer drankommen. Was ist denn da passiert, Alter? Alle drehen durch. Du bist es satt, in FIFA gegen schlechte Spieler zu verlieren, ja, weil sie ein Pay-to-Win-Team haben? Ja. Du möchtest nicht, dass dein Erfolg in Foot von deinem Packluck abhängt? Ja. Dann weißt du wohl auch, was die Lösung ist. Nein. Trading. So musst du nie wieder Points kaufen und bist nicht auf Packluck angewiesen. Halt's Maul. Schade, Costa. Ja, Pogba schlau, der geht wenigstens aus dem Weg. Oha. Ist der gegen den geknallt? Junge. Guck mal, Fernandinho wollte einmal über Manés Landebahn stehen. Guck jetzt. Einmal Flugzeug landen. Ah, fuck. Einfach mit Knie. Boah, Ederson, Digga. Dele Alli. Boah, Lukaku. Also mit Lukaku würde ich mich nicht anlegen. Der frisst einen, glaube ich, auf. Wie der sich fallen lässt, Mbappé, Alter. Das muss rot geben. Guck mal, der da nachtritt einfach. Was ist das denn? Wie anders Neymar ohne Bart aussieht, ey. Da ist der fliegen gegangen. Mertesacker, ich glaub's ja nicht. Wie die ganzen Fans den berühren. Aber ey, ich werde auch so ausgerastet, Leute, ehrlich. Also, bei sowas, da hat man sich dann, glaube ich, in diesem Moment nicht unter Kontrolle. Und klar, es ist dumm, wenn du jetzt zu dem hinrennst und dem eine Bombe gibst, weil dann gibt's ordentlich Palaver. Aber... Und ich glaube, bei solchen Momenten, ich würde auch durchdrehen, Digga. Was erlaubt sich da einer, mich da so reinzuschubsen? Was? Ach du Scheiße! Was hat er mit dem gemacht? Warte mal. Wo der den packt? Alter!
geht da ab, Mann? Wilshire. Boah, das ist mein Beat, Alter. Ich steig gleich mit ein zum Intro. Jetzt. Ruhig. WWE-Feeling. Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Inni hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Serie auf Rille zum Titel. Ja, Freunde, heute mal wieder El Rille am Start, durchgebräunt, durchgezockt. Ey, hattet ihr auch mal bei euch gerade im Fußballverein auch so Auseinandersetzungen, dass da richtig was abging, ey? Also ich kann mich bei meiner Fußballkarriere da nicht so krass dran erinnern. Ein, zwei Mal war da auf jeden Fall was, da wurde einem auch die Nase gebrochen, also nicht von mir. Ich habe mich bei sowas immer zurückgehalten, weil ich habe immer Angst um, keine Ahnung, dass ich irgendwo dann aus dem Nichts eine Bombe kassiere und sowas. Ich möchte das nicht eingehen, aber ne. Immer, mit Einzelnen hat man immer Stress. Ja, hatte ich auch schon zigmal. Da sind wir uns auch schon so Kopf an Kopf gekommen und sowas. Aber bei so dicken Mannschaftsschlägereien und so, noch nie. Dass ich da irgendwas abbekommen habe. Na, Streitereien immer aus dem Weg gehen, Leute. Das hat euch der Rille Peter dabei gebracht. Boah, hat er da durchgezogen. Ach du Scheiße. Bei Ramos. Vital, Junge. Casemiro, der Junge vom Casino. Ramos packt sich den direkt und steh auf, du Schwanz! Balotelli und Cavani. Dass sich ein Cavaral von einem Neymar so wegchecken lässt, hat. Ich glaube, Ramos hat da schon ein bisschen Angst gehabt. Solche Videos sind Lachkick, Alter. Da können wir uns mal demnächst mehr reinziehen. Da können wir uns gerne mal mehr reinziehen.